Die Übung, die euch dazu verhilft, ein Leben lang schlecht aufzuschlagen und die immer wieder angewendet wird, ist die sogenannte Rucksackübung. Ich muss euch zeigen, ich habe mir immer eigentlich zum Vorsatz genommen, das nie mehr zu zeigen, aber jedes Mal bei Lehrgängen, wenn ich dann frage, wer hat die gemacht, sie haben sie alle gemacht. Rucksackübung bedeutet, dass der Lehrer, Lehrerin sagt, leg den Schläger, wie als kommst du mit deinem Rucksack an, der Schläger ist drin, du wirfst den Ball hoch und aus dem Rucksack ziehst du deinen Schläger nach oben und triffst den Ball. Ich habe es vorhin schon gesagt, in diesem Punkt hier hinten unten darf kein Stopp sein. Und wenn ich das oft genug übe, dann wird der Aufschlag so aussehen, dass ich an diesem Punkt, weil ich so viel geübt habe, einen Stopp habe. Der Aufschlag wird nicht fließend, wird nicht flüssig. Und es gibt keinen Weltklasse-Spieler, der so aufschlägt. Auch keine Weltklasse-Spielerin, jedenfalls keine gute. Du möchtest mehr über moderne Tennistechnik erfahren? Dann hol dir das komplette Video jetzt auf tennistraining-online.com. Und da kommen immer welche, sagen, ja, der und der und der. Es gab mal welche, die haben auch hier angefangen. Dann sind sie aber hochgegangen bis zu dieser Trophy Position. Und ab hier, ab der Trophy Position, da muss die Bewegung in einem sein. In der Trophy Position selbst, da kann ich eine Pause, einen Stopp machen. Weil das ist der Punkt, wo die Beschleunigung beginnt. Deshalb empfiehlt sich's auch, wenn man das übt und den Aufschlag unterteilen will, dass ich jetzt hergehe und sage, wunderbar, ich fange jetzt von hier an, werfe den Ball hoch und schlage aus der Trophy Position auf. Das machen im Übrigen auch ganz viele Spieler so zum Warm-up, bevor sie die Aufschläge voll spielen, dass sie erstmal den Schläger hier oben hinnehmen, hopp, rein und hier oben hinnehmen und locker servieren. Also das bitte mitnehmen, wenn ihr einen Aufschlag unterteilt. Trophy Position ja, dahinter, später, weiter unten, nein.